Vom Weitsprung bis zum Kugelstoß, vom Diskus bis zum Speer. Als Leichtathletik-Fan kommen Sie hier auf ORF Sport Plus in der nächsten Viertelstunde voll auf Ihre Kosten. Die besten Mehrkämpfer Österreichs haben sich hier in Amstetten in Niederösterreich versammelt und kämpfen bei den österreichischen Meisterschaften um die Titel. Bevor es losgeht, darf ich den Veranstalter jetzt noch bei mir begrüßen, Michael Hofer. Schönen guten Morgen. Worauf dürfen sich die Leichtathletik-Fans denn in der nächsten Viertelstunde freuen? Ja, auf tolle Leichtathletik, österreichische Spitzenniveau, teilweise internationales Niveau, wenn ich auf den Frauen-Siebenkampf denke, wo wir hier mit der Sarah Lager, die im Vorjahr ganz toll performt hat und auch heuer schon bei den U23-Europameisterschaften mit Platz 4 eine irrsinnig tolle Leistung erbracht hat und aber auch als Nachwuchshoffnung bei den U20, die Sophie Greiner, die erst jetzt vor einer Woche einen Mehrkampf bestritten hat, internationales Niveau und dort Vierte geworden ist. Also hier bei den Damen ganz, ganz hohes Niveau und das ist natürlich schön, dass wir das in den Städten machen können. Bei den Herren Hallenstaatsmeister David Bertschler aus Vorarlberg. Vorarlberg eine Mehrkampfdomäne. Da sind 40% Teilnehmer aus Vorarlberg. Götz ist dort das Mekka des Mehrkampfes. Und wir freuen uns, dass wir hier im Osten Österreichs mit Amstetten vielleicht auch einen kleinen Stützpunkt schaffen, wo Mehrkampf einen Stellenwert bekommt. Wir haben voriges Jahr den Stunden-Siebenkampf gemacht, der sehr, sehr toll war, wo Ivona Tadic die Jahresweltbestleistung erzielt hat und den Stunden-Siebenkampf-Weltrekord. Also eine Stätte, wo der Sport gut läuft, wo die Leichtathletik einen guten Platz hat und wir schauen, dass wir dieses Wochenende würdige Wettkämpfe haben und tolle Leistungen sehen und das Wetter hoffentlich gut hält und ich glaube, dass das ein schönes Wochenende für die Leichtathletik wird. Hat man sich Götzes da vielleicht so ein bisschen als kleines Vorbild genommen, um zu schauen, wie es wirklich geht? Götzes hat internationales Niveau, ist die Top-Veranstaltung in Österreich in der Leichtathletik und ist immer ein Vorbild. Wenn man nur sieht, welche Leistungen dort erbracht werden, die 9000 Punkte, der erste Weltrekord mit 9000 Punkten in Götzes, da spricht Bände und ich denke, daran kann sich jeder Leichtathletikveranstalter ein Beispiel nehmen. Okay, vielen Dank, Michael Hofer. Wir freuen uns auf spannende österreichische Meisterschaften hier in Amstetten. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit den Höhepunkten. Ja, und da heißt es gleich Ladies First. Wir beginnen mit dem Siebenkampf der Damen. Und da gibt es in Amstetten zwei große Abwesende. Ivona Dadic und Verena Meyer haben ihre Saison nach den Olympischen Spielen in Tokio beendet. Und damit ist sie die große Favoritin auf den Sieg. Sarah Lager, die Kärntnerin, Vierte war sie heuer bei der U23-EM. Das Olympiaticket ist sich leider nicht ausgegangen. Der Staatsmeistertitel in Amstetten, der sollte aber nur eine Formsache sein. Nach Tag 1 liegt Lager klar in Führung. Vor allem mit dem Hochsprung, wo sie die 1,78 überquert hat, kann sie zufrieden sein. Im Weitsprung klappt es nicht ganz nach Wunsch. Mit 5,67 Metern ist sie trotzdem die weiteste im Feld. Und sie ist nach Tag 1 ihre erste Verfolgerin. Die 17-jährige Sophie Greiner hat bei der U20-WM in Nairobi vergangene Woche eine neue Bestleistung aufgestellt. In Amstetten ist ihr der U20-Titel kaum zu nehmen. Mit 5,37 Metern kann die Oberösterreicherin Platz 2 in der allgemeinen Klasse zunächst behaupten. Diese Dame ist ihr allerdings dicht auf den Fersen. Chiara Belinda Schuler liegt auf Platz 3, macht im Weitsprung aber einiges an Boden gut. Mit 5,63 Metern bleibt die Vorarlbergerin nur 4 cm hinter Sarah Lager. Der Kärntnerin ist der Titel in Amstetten praktisch sicher, das ist nicht das Thema. Es geht aber auch um gute Leistungen. Und die bringt Lager im Speerwurf 48,10 Meter. Damit kann sie zufrieden sein und das ist sie auch. Die Beste ist Lager damit aber nicht. Chiara Belinda Schuler wirft ihren Speer noch 11 cm weiter. Mit 48,21 Metern überholt sie Sophie Greiner und setzt sich auf Platz 2. Die 17-Jährige kann im Speerwurf wie erwartet nicht ganz mit Lager und Schuler mithalten. Mit 36,30 Metern fällt sie auf Platz 3 zurück. Die Entscheidung fällt traditionell über die zwei Stadionrunden. Mit den 800 Metern wird der Siebenkampf abgeschlossen. Für Sarah Lager ist schon vor dem Rennen klar, die 6000-Punkte-Marke ist außer Reichweite. Den Sieg holt sie sich trotzdem in 2:20.07. Ergibt am Ende 5798 Punkte für Sarah Lager und den Mehrkampf-Staatsmeistertitel in der allgemeinen Klasse.
Die U23-Wertung geht an die zweitplatzierte Chiara Belinda Schuler, die mit 5.425 Punkten eine neue persönliche Bestleistung aufstellt. Und U20-Meisterin wird Sophie Kreiner mit 5.220 Punkten als Dritte. Ich war ja vor einer Woche bei der U20-WM in Nairobi. Und für das, dass ich dort schon einen Siebenkampf gemacht habe und dann auch noch einen 300er Krempel letzte Woche am Mittwoch, ja, ist es schon okay. Ich habe gemerkt, dass ich schon ein bisschen müde war. Habe mir es besser vorgestellt, aber im Endeffekt ist halt das rausgekommen. Also, ja, ich kann zufrieden sein mit der Saison. Mit dem Siebenkampf bin ich eher weniger zufrieden. Aber ja, am meisten zufrieden, glaube ich, bin ich mit dem 200er, wenn ich es so sagen kann. Wo würden Sie sagen, ist noch das größte Verbesserungspotenzial? Wo gibt es die meiste Luft nach oben? Ja, also eindeutig im Speer und auch im Weitsprung. Also der zweite Tag vom Siebenkampf ist jetzt nicht so der meinige. Ich werde jetzt schauen, dass ich jetzt in der Aufbausaison ein gutes Gefühl für den Speer kriege und dass ich im Weitsprung auch noch die ein oder andere Technik verbessert. Und ich glaube, dann schaut es schon ganz gut aus für nächstes Jahr. Es gibt im Siebenkampf einige Vorbilder in Österreich, an denen man sich orientieren kann. Wer ist es für Sie und was sind denn Ihre Ziele für die Zukunft? Ja, natürlich die Verena Meyer als Oberösterreicherin. Und ja, das ist halt schon ein großes Vorbild für mich. Natürlich auch die Ivona Dadic und die Sarah Lager. Das sind halt eigentlich meine größten Vorbilder im Siebenkampf. Und ich glaube, es ist halt immer gut, wenn man weiß, dass sogar Österreicher im Siebenkampf auch schon an der Weltspitze sind, wenn man so sagen kann. Und das motiviert mich gescheit. Also wenn ich zu die Einzelleistungen anschaue, dann bin ich nicht wirklich zufrieden, weil mir nichts wirklich so aufgegangen ist, wie ich es mir gedacht habe. Der Speer war eh gut, also fast an der PB da. Aber so, also die Einzelleistungen waren jetzt nicht gut, aber gesamt habe ich neue Bestleistung, also bin ich eigentlich eh zufrieden. Wie war es sich bei diesem Event hier heute mit einer Athletin wie Sarah Lager vergleichen zu können? Ja, es war natürlich voll cool, weil also ich finde Wettkämpfe auch mit der Sarah sind immer cool und man merkt halt, dass Mehrkämpfe einfach ein Team sind, dass man sich auch motiviert und natürlich, ich freue mich immer, wenn ich mit der Sarah einen Wettkampf habe. Wo würden Sie sagen, haben Sie noch das größte Verbesserungspotenzial in welchen Disziplinen? Ja, vor allem im Hochsprung, da muss ich noch ziemlich viel dazu lernen und halt ja 800 und 200 eigentlich auch. Gibt ja im Siebenkampf wirklich einige Vorbilder in Österreich. Wer ist es für Sie? Wem wollen Sie da nacheifern? Also das größte Vorbild ist eigentlich eh Sarah Lager für mich. Es war es ja schon immer, seit ich klein bin und ich glaube, das wird sie mir bleiben. Am meisten zufrieden bin ich eindeutig mit dem Hochsprung. Da bin ich echt gut gesprungen. Auch der Speer war super weite. Das andere, gerade im Läuferischen, hat man es gemerkt, dass es einfach eine lange Saison ist und ich schon müde bin. Aber ich bin froh, dass ich jetzt mit dem Staatsmeistertitel in Urlaub gehen kann. Wo war denn jetzt speziell bei diesem Bewerb die meiste Luft nach oben? Hürden 200 und Weitsprung. Wie fällt denn die Bilanz über die gesamte Saison jetzt aus? Ja, wie gesagt, es war eine lange Saison. Ich habe schon sehr früh angefangen. Und ja, mit dem vierten Platz bei der U23-EM war es mein Höhepunkt. Tokio ist sicher nicht ausgegangen, aber in Paris in 3 Jahren bin ich dann am Start. Richtet sich der Blick jetzt schon auf die nächste Saison? Ja, voll. Also jetzt werden wir mal kurz 2 Wochen ein bisschen ruhiger machen und dann geht's mit voller Motivation ins Wintertraining. Kann man schon Ziele für die nächste Saison definieren? Was nehmen Sie da ins Auge? Also nächstes Jahr ist die Europameisterschaft in München, wo ich auf jeden Fall am Start sein möchte. Die WM ist auch und Studenten-WM gibt es auch noch. Also es gibt 3 große Ereignisse eigentlich und ich möchte bei so viel wie möglich dabei sein. Spannung verspricht der Kampf um die Titel im Zehnkampf der Männer. In der U20-Wertung ist Mika Voss hier rechts im Bild nach Tag 1 Zweiter. Mit einem starken Hürdenlauf und einer Zeit von 15,16 Sekunden übernimmt er aber früh die Führung. Und der Mika ist voran vor dem Jonas, 15,18. Wie immer spezielle Siegerzeit. Breit ist der Favoritenkreis in der U23 und der allgemeinen Klasse. Gleich eine Handvoll Athleten kommt dafür den Sieg in Frage. Einer davon ist der Titelverteidiger, der Mann in Blau, Stanislav Waller. Und das zeigt er auch über die 110 Meter Hürden. Mit 15,96 ist er in seinem Lauf klar der Schnellste und liegt damit nach 6 Disziplinen auf Platz 2.
Nur einer ist zur Halbzeit noch besser. Hallenstaatsmeister Daniel Bertschler, hier ganz in Schwarz mit der Nummer 6, hat nach Tag 1 mehr als 100 Punkte Vorsprung und den baut er mit einer Zeit von 15:33 über die Hürden sogar noch ein wenig aus. Der Sieg über die Hürden geht an den Amstettener Lokalmatador Lorenz Ursprunger. Bei der siebenten Disziplin greifen die Herren zum Diskus. In der U20-Wertung kommt Mika Voss auf eine Weite von 38,05 Meter. Damit gehört er zu den Besten und bleibt auf Kurs Richtung Sieg. In der allgemeinen Klasse wird das Rennen ums Podest von Disziplin zu Disziplin enger. Mittendrin statt nur dabei ist Moritz Hummer. Sein Diskus landet bei 29,60 Meter. Damit verliert er im Vergleich zu seinen Konkurrenten wertvolle Zentimeter. Auf 29,94 Meter kommt Konstantin Beiser in seinem besten Versuch. Damit darf sich auch er weiterhin Hoffnung auf einen Platz unter den Top 3 machen. Selbiges gilt für den Vorjahressieger. Stanislav Waller wirft seinen Diskus auf 31,41 Meter und festigt damit Platz 2. Im Kampf um den Sieg kann sich Daniel Bertschler im Diskuswurf entscheidend absetzen. Mit 41,02 Meter hängt er seine direkten Konkurrenten um gute 10 Meter ab. Der Vorsprung in der Gesamtwertung wächst damit weiter an. Weiter geht's mit dem Stabhochsprung und da macht Mika Voss einen großen Schritt Richtung Sieg in der U20-Wertung. Der Vorarlberger überquert 4,50 Meter und baut sein Polster an der Spitze damit aus. Ganz anders das Bild in der allgemeinen Klasse. Da schiebt sich das Spitzenfeld im Stabhochsprung noch enger zusammen. Konstantin Beiser gelingt mit 4,40 Meter ein Sprung nach vorne. Und auch U23-Athlet Moritz Hummer wahrt seine Chancen auf einen Top-3-Platz mit einem Sprung über 4,20 Meter. Der bis dahin zweitplatzierte Stanislav Waller büßt im Stabhochsprung dagegen einige Punkte ein. Bei 3,90 Meter ist Endstation. In Sachen Titel macht Daniel Bertschler in seiner Paradedisziplin so gut wie alles klar. Obwohl er deutlich hinter seiner Bestleistung bleibt, reichen 4,50 Meter locker, um die Führung auszubauen. In der vorletzten Disziplin geht's ab zum Speerwurf. Wir starten wieder mit dem Führenden in der U20, Mika Voss. Und der darf sich freuen über 47,43 Meter. Damit geht er mit einem beruhigenden Vorsprung in den abschließenden 1500 Meter Lauf. Aber wer schafft es in der allgemeinen Klasse aufs Podest? Moritz Hummer kann im Speerwurf nicht ganz mit seinen Konkurrenten mithalten. Mit 40,59 Meter ist er nicht zufrieden. Stanislav Waller sichert Platz 2 im Speerwurf ab. Mit 50,11 Meter sollte ihm der Vize-Staatsmeistertitel nicht mehr zu nehmen sein. Daniel Bertschler ist für den Titelverteidiger aber nicht mehr einzuholen. Nach 50,69 Meter mit dem Speer kann sich der Vorarlberger nur noch selbst schlagen. Die Entscheidung fällt in der 10. und letzten Disziplin, dem 1500 Meter Lauf. Wir starten mit der U20. Der Laufsieg geht an Daniel Steindl. Er gewinnt in 4:50,72 vor Moritz Haudum und Jonas Knoll. Für die Gesamtwertung spielt das allerdings nur eine untergeordnete Rolle, denn Staatsmeister in der U20 wird Mika Voss. Mit 5:02,38 über die 1500 Meter fixiert er seinen ersten österreichischen Titel im Zehnkampf. Ich bin sehr stolz. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt mit dem Meistertitel im Mehrkampf, nur in den Einzeldisziplinen. Und ja, ich bin wirklich zufrieden, dass es geklappt hat. Was war denn der Schlüssel zum Sieg? Ja, also der erste Tag war wirklich nicht gut. Und dann habe ich probiert, am zweiten Tag wirklich Vollgas zu geben und den Jonas noch einzufangen. Und das ist gut aufgegangen, ja. Und ja, ich habe noch eine kleine Verletzung am Oberschenkel und ich habe eigentlich nichts gespürt. Darum bin ich wirklich zufrieden, dass ich das bis zum Schluss durchgehalten habe. Was macht den Zehnkampf für Sie eigentlich aus? Was ist die Faszination an dieser Sportart? Ja, das ist einfach das gesamte Team, was dahinter steckt, von Trainer, Eltern, Teamkollegen und alles. Und die feuern sich gegenseitig an. Das macht einfach riesen Spaß, wie so Einzeldisziplinen. Ich finde einfach, der Zehnkampf, das ist eine Familie und das macht einfach unendlich Spaß. Ja. Österreichischer U20-Meister sind Sie jetzt mal. Was ist denn die Vision? Wo soll es denn hingehen? Gibt es Träume für die weitere Karriere? Ja, also ich habe probiert, dieses Jahr die EM, also das Limit für die EM, U20-EM zu erreichen. Es hat leider noch nicht ganz geklappt.
Und jetzt hoffe ich, in 2 Jahren ist wieder die U23-Europameisterschaft. Und dann, also ich trainiere für die hin und hoffe, dass es dort klappt. Die letzte Entscheidung des Tages fällt in der allgemeinen Klasse und der U23 natürlich ebenfalls über die 1500. Und da geht der Sieg an Max Rummler. Der Niederösterreicher gewinnt den Lauf in 4:29:22 unmittelbar vor Stanislav Waller, der sich damit Platz 2 und den Vizestaatsmeistertitel sichert. Dahinter tobt der Kampf ums Podest. Moritz Hummer mit der 21 holt alles aus sich heraus. Zu Platz 3 in der Gesamtwertung reicht es aber nicht ganz. Der geht an Konstantin Beiser. Der große Sieger, das ist aber er hier. Daniel Bertschler beendet den Zehnkampf in Amstetten mit einer 4:54:14 über die 1500 Meter. Und so freut er sich wenig später drüber. Mit einem Rückwärtssalto geht's für den Vorarlberger ab zu den Kollegen und rauf aufs Podest. Bertschler gewinnt nicht nur die U23-Wertung. Mit exakt 7.007 Punkten krönt er sich auch erstmals zum Staatsmeister in der allgemeinen Klasse. Ja, durch das, dass die letzten 2 Tage wetterbedingt, also speziell für den Wind, doch sehr durchwachsen waren, bin ich doch sehr zufrieden, dass ich noch die 7.000 Punkte und dort den Staatsmeister errangen konnte. Was war gut an diesem Wochenende und wo gibt es noch Luft nach oben? Ja, die Würfe waren jetzt eigentlich wirklich nicht schlecht am zweiten Tag, mit dem Diskus und mit dem Speer. Im Stabhochsprung ist natürlich noch 55 cm Platz zur Season Best. Das war natürlich auch wieder windbedingt. Aber summa summarum waren es 7.000 Punkte und damit bin ich happy. Wie war Ihre Saison insgesamt heuer? Ja, ursprüngliches Ziel war das Limit für die U23 EM. Da bin ich leider um 100 Punkte gescheitert. Und ja, in 2 Jahren gibt es nochmal die Chance. Was sind die nächsten Ziele, die auf dem Programm stehen? Geht es schon mit Blick Richtung nächste Saison? Ja, klar, der Wettkampf war jetzt mein Saisonabschluss. Und jetzt geht es in Aufbau und Vorbereitung für 2022. Gibt es da spezielle Ziele? Ja, es gibt natürlich im Mehrkampf einige Benchmarks, die es zu bieten gibt. 13 Meter Kugel, 7 Meter weit und an die möchte ich mich herantasten. Wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft blicken, was sind denn die Pläne für die weitere Karriere? Gibt es Träume, die Sie sich erfüllen wollen? Ja, eben wie gesagt, in 2 Jahren wieder international zu starten und allergrößter Traum von einem österreichischen Mehrkämpfer ist natürlich das Hypermeeting. Und vielleicht erfülle ich mir den Traum auch noch irgendwann. Das sind sie, die besten Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer Österreichs. In Amstetten haben sie einmal mehr gezeigt, warum sie die Allrounder der Leichtathletik sind.